Enrico. Ja. Erzähl mal, was wir jetzt die anderthalb Stunden gemacht haben. In der Zeit, wo der Kernbruch geladen hat. Wir haben Thymian geraucht. Und dann haben wir mitten auf der Straße Blumen gefunden für meinen Balkon. Kannst du mir die mal zeigen? Ja. Passen einfach perfekt. Was hat er gerade gesagt? Keine Ahnung. Hier ist es aufgewacht. Also, wer auch immer mir das genug geschickt hat, vielen Dank. Warte mal, Elias, bleib mal hier. Ja. Nee, warte mal. Warte mal, ich muss dich filmen. Fresse. So, am nächsten Tag haben wir uns wieder beim Schänder eingefunden und die restliche Fanpost mitgebracht. Ja, nächster Arbeitstag. Ich bin mal wieder der Fanpost-Sklave. So, weghauen ja. Nee, das ist respektlos gegenüber den Leuten, die es hier geschickt haben. Okay, was haben wir hier? Dieses gequälte Lächeln. Hier ist nichts drin, was ist das? Warte mal! Oh Junge! Das ist doch Müll! Na warte doch aber erstmal, das kann ja alles sein! Vielleicht ist das ja auch die Doku! Wann kommt die eigentlich? Am 30.10. ist Hauptpremiere, Vorpremiere, also Urpremiere, 27. Ich habe jetzt eigentlich nicht eine ernsthafte Antwort erwartet. Ach so? Na, nee, ich bin ehrlich. Fick dich. Oder? Das können wir weghauen, oder? Dreck. Ja, können wir auf jeden Fall weghauen. Braucht die Brille jemand? Na, wenn das jetzt hier so weitergeht. Ach so, okay. So, was ist denn das für so ein Leuchtklemmen? So, das sind Schuhsohlen. Die brauche ich nicht, die aber für euch. Wie ist die Größe? 38. Hm. Ja. Braucht jemand Tafelkreide? Jo. So. Kleingeld? Ja. Achso, nee. So, was ist denn das hier? Pass bitte auf deine Finger auf. Kauf dein Merch. Was ist denn mein das? Ich weiß nicht, was das ist. Das sind Magnetdinger. Da kannst du Schieber schließen oder. Das sind einfach nur Büroartikel. Alter. Okay, nee, das braucht man wirklich nicht, oder? Ich glaube nicht, dass es Büroartikel sind. Scheiße, meine korrigieren. Da gibt es mehr Kommentare. Oh, eine Tafel Schokolade. Die wollen wir dich jetzt aber auch essen sehen. Die noch haltbar. 29.06.18. Ich habe gestern schon die ganze abgelaufene Schokolade gegessen. Heute muss man Schluss. Das hat er wirklich, das habe ich nur alleine gefilmt. Warte, halt nicht. Das sind Schraubenzieher, oh ja, die also eine nehme ich mal da raus. Das kann man mal gut gebrauchen. Sind die Aufsätze auch noch mit dabei? So, kurze Frage in die Runde, braucht den Rest jemand? Nö. Ihn nehme ich mir raus, das ist so geil. Okay. Ja. So, nächstes Paket. Captain, dein Job, dein einziger Job, Alter. Ist so toll, da kann doch was sehr, sehr Kostbares drin sein, oder Empfindliches. Guck mal die andere Seite an. Ja, geil. Oh. So. Ach, die Aufkleber. Okay, das scheint ein Brief zu sein. Aufkleber? Ja. Warte mal, das ist ein Bild. Das ist wirklich ein Brief. Ach, das ist ein Foto, guck mal. Ein Foto, oder? Ey, das ist ja sogar für dich. Wie für mich? Oder, weiß ich nicht, keine Ahnung, kann da was für dich dabei sein. Oh Junge, was für ein Fick, guck mal. Die kannst du mal irgendwo hinhängen. Das ist auf jeden Fall, ja. Das ist ein Flaschenöffner für die Gäste. Okay. Der ist auch geil. So. Alles klar. Hier, Max. Hi. Brief. Alice! So, hallo Max, dieser Brief besteht aus einer kleinen Spende. Falls die Miese Post ihren Griff von diesem Brief gehalten hat,
Ein Trinkwürfel, Basketballkorb, einen Anschnallgurt zum Ausmachen von den Piepen. Falls du mal einen Führerschein besitzt, falls nicht, so kannst du diesen auch Bierflaschen öffnen. Mit diesen Bierflaschen. Ach, das ist von einem Gurt. Das ist von einem Anschnallgurt. Ach so? Und das ist sozusagen ein Flaschenöffner. Das hat Peter Ludolf immer verwendet, ich weil der Gurt nicht umging. Diese mulmigen Sachen. Es wäre sehr ehrenbrüderlich, wenn du vielleicht sogar der gute Schänder auf dem Foto unterschreiben würdest. Das kriegen wir hin. Und dieses wieder zurückschicken würde es frankiert. Das kriegen wir nicht hin. Bei. Ey. So. Vorsichtig bitte. Ja, okay. Sie sind, wenn die Asche von irgendeiner Oma da drin ist, also. Ja, die kannst du so wegschnüffeln. So. Fußball. Zeitung. Danke. Ja, Betrieb. Okay. Nein. Ja, sei gegrüßt, Max Herzberg. Mein Name ist Sasse. S.A. Okay. Ich sende dir feilste Fracht aus meinem bescheidenen Heim am Bodensee. Dann kommt endlich die Doku, du miese Sau. Außerdem muss das Mädenvieh öfters in deine Videos an. Bei befindet sich eine Karikatur deiner selbst auf der Rückseite und merk dir, häusliche Gewalt ist kein Verbrechen. PS, kauft mehr Drohnen. Oh, voll. Ja. Okay, die ganzen hier. Böller, Alter. Junge, das sind Trapper-Set-Karten. Sind die wertvoll? Nee. Wirklich nicht? Nee. Jetzt kriegst du wieder Anschluss vom Garmel. Na, aber heb's mal lieber auf. Ja. So. Was steht hier? Keine Garantie, wurde ziemlich lange in meiner Schublade gelagert. Ah, den kannst du dir trotzdem mal reinpfeifen. Junge, keine Garantie, ich. So, brauch. Die Böller kommen dann für den Park. Wie bitte? Die sind dann für den Park. Kannst du das wieder mal genauer erklären? Nee, das ist kein Geld. Doch, das sind Pfennige. Ich weiß. Das ist eine Zange, braucht man nie. So. Da zünd mal was an. Was Größeres. Ja. Zünd das an. Oh, Captain Statement. Captain Unpolitisch. Ah Junge, was ist denn das? Alter! Ja, das kann jetzt hier rein. Hier. Ja, anzünden. Hast du das gerade gesehen, was er gemacht hat? Hast du ja. Brennend hier reingeschmissen? Hast du eine Macke? Ja, das glüht doch noch. Mach mal einen Tech-Mix aus diesem Hast du eine Macke? Bitte, macht irgendjemand einen Mix draus. Ja. Eine Macke oder was? Captain Tech, Alter, ich kacke mir. Ja, zum Ausstieg. Achso, ich weiß nicht, was das bedeutet. Oh. So, Airways. Nee, brauche ich eigentlich nicht. So, die Kette. Was macht der? Nächste Fanpost. Das ist Leim. Und das ist Leim. Und das ist heiß Leim, Alter. Jawohl. Hm, ja. So, nächste Fanpost bitte. Weiter geht's. Ja, ja. Was machst du denn hier mit? Holst du weg oder was? Nee, das hebt er sich auf anscheinend hier. Ja, ja. Müll ist eh gleich voll, dann will ich mal sehen, was er macht. Oh nee. Hm, ich sehe Pfand. Vorsicht, Vorrang geht Rückumschlag. So, okay, Pfand. Pfand. Dieser Pfand wird dann übrigens noch in etwas knorrer investiert, wir haben Pfand. Nämlich nicht genug. Pfand. Danke. Oh. Beste Post bis jetzt. So, okay, ein Brief. Also ich finde alles schön, mit dem sich dieser Mann hier rumärgern muss. Also, da ist der Brief. Hier schreibt ein Ehrenfan aus Stralsund an dich, Mulm. Danke für deine Videos auf JT.
Sie bereichern mein Leben jeden Tag durch deine Inspiration. Sofort hat sich mein Leben verändert. Bleibe so, wie du bist und komme mich mal besuchen. Grüße bitte an Burak Harkat. So. Das sind Statements. Das sind Statements. Der hier rumfuchtet mit dem Messer. Vorsicht, da ist glaube ich die Goldknolle drin. Junge! Hey! Max, okay. Und, ja. Alter! Alter! Warte mal, das ist keine Fanpost! Ach so, das. Ich glaube, das. Verleger, warte das mal kurz. Maximum. Doch, das ist Fanpost! Alter! Oh, Junge! Samuel! Junge! Alter! Das ist vielleicht doch ein neues, ich weiß es nicht. Alter! Halt, Junge, das ist krass. Drei Flaschen Fetti, Alter! Boah! Der Brennpunkt ist versorgt. Ja. Also eine würde ich mir davon mitnehmen, den Rest würde ich gleich hier lassen. Ja. Hier ist er besser aufgehoben. Alter. Nimmt sie einfach jeder einen mit. Naja, die sieht euch so schön aus. Jeder trinkt heute einen aus. Ja, ist das krank. Boah, danke auf jeden Fall. Das sind wilde Zeiten hier, das Bücher. Du musst Geld haben. Jawohl. Verschenkt man keine. So, nächste Fenster. Dankeschön, das ist echt nett. Warte mal, ich muss das mal in diesen Brief gucken. Kannst du mich mal kurz filmen? Also einfach nur nichts drücken. So, jetzt muss ich mal kurz hier reingucken. Ich weiß ja nicht, ob ich das vorlesen soll, ob das privat ist. Liebter Bruder, hier zwei Tanktops fürs Training und natürlich der Suff für dich und deine Freunde, der nie fehlen darf. Lieben Gruß, Marcel Müller. Erst danke für alles. Paket 3 ist in Planung. Ich danke dir für das Paket auf jeden Fall. Vor allem zwei Tanktops fürs Training und natürlich der Suff für deine Freunde. Das ist immer das Beste. Vielen Mastern. So, weiter geht's. Okay, schon wieder ein Brief. Das denke ich mir jedes Mal, wenn es so langsam ist. So, lieber Dax, schöne Grüße aus dem Süden. Das Paket enthält natürlich auch den billigsten Suff, den es bei uns gibt. Grüße an alle Huren, die ihr Bier aus Plastikflaschen saufen. Mit freundlichen Grüßen ein Mitglied der Fund Angels Augsburg. PS würde mit über Sticker sehr freuen. Geschwein. Boah, was ist ein Teufel? Au! Was ist denn das? Das ist ein Geweih. Und das ist echt. Ja. Zwar andersrum, aber so ja. Haben die es genau. Ja. Ein angehender Hirsch. Ist halt echt, ne? Nee, so, ja. Ich denke mal, das ist Urin. Yeah. Nee, so genau. Sicher? Ja. Das läuft halt eher. Ich erzähl ihm einfach, ich habe das mir was mitgebracht. Hallo, kann ich mir das Bierglas behalten? Das ist ja selbstverständlich. Ja, danke. Paulaner Thomas, Boy München. Direkt eingeheimst. Ja. Wie sitzt dort steht. Das macht mich wieder geil. So, was ist das hier? Noch 2 Wochen stehen. Regenponcho? Ja, ihn würde ich nehmen. Danke, nein. So. In meiner Welt regnet es nie. Oh, Allah, Mund. Life is Spirit. Bist du Fan von MC Bilal? Okay, was ist denn das? Das sind Shisha-Steine. Die können wir in der Shisha rauchen. Nice. Vivil? Wie bitte? Würde ich behalten. Vivil? Ja. Ist schon noch kaputt. Ventilator? Na, wenn man damit Runen abbilden kann, würde ich den gerne abnehmen. Eine neue Batterie. Ein Hauch von Tüll oder eher? Hat er die WS Batterien mit reingepackt? In den Müll. Nee, ein Hauch von Tüll. Das ist gut. Junge, Zack Plus, dritter Zack dabei. Wir sind die Nummer 1, Zacktology. Das ist ein Duftbaum für das Auto dieses Mannes. Ist das ein Duftbaum? Ja. Ich werde eh niemals Auto fahren zu müssen. Kleingeld. Nein, für dich. Ja, doch. Kleingeld. Ach so, ja, doch.
Warte mal, hier so die Batterie für dich. Ach nee. Braucht jemand diesen Hippie-Scheiß hier? Ja. Echt? Ich bin ein Hippie. So. Ed Hardy, oh Junge! Ed Hardy! Was denn? Hier ist ein Ed Hardy-Anhänger. Echt? Kannst du dich noch erinnern an die diese Ed Hardy-Opfer damals? Damals, die gibt's immer noch. Kacke. Mach ab, genau. So. Das Video ist übrigens nicht von Zack Plus gesponsert. Danke, Mois. Was ist denn das? Ach, hier diese komischen Brillen. Ui! Alter, die werden heute Abend auch sowas von aufsetzen. Ich geb jetzt den Club auf. So, das ist Fußballmüll. Interessiert sich jemand für Fußball? Ich bin großer Fan von Ragnar Lodbrok. Jung in unserer Straße über Liebe, Freundschaft, Sex und AIDS. Lol. Sextipps? Ja, das brauchst du für Verhütung auf einen Blick. Ach Junge, das ist so eine Scheiße über Verhütung. Braucht das jemand? Nein! Das ist der Osten! Hä, hey, das ist für ein totaler Fake. Guck mal, das ist ein dicker Hunger gegen Sex. So, Mercedes-Benz. Alter, was ist das? So, was ist denn das? Keine Ahnung. Das sind Umrührstäbe für Cocktails so. Und ein Fingerboard. Die können wir aber fürs Knorr-Video. Nee. Fingerboard. So, nächster Fanpost. Warte. Ja, der Captain kann gut fingern, meine Güte. Hallo geliebter Ehrenbruder, in diesem Paket befindet sich feinste Unrat. Als erstes findest du schönes Klopapier, das für Hector Panzers braunen Riesenarsch verwendet werden soll. Da du Brillentücher hast, haben wir dir gleich ein ganzes Paket gekauft. Außerdem haben wir Premium-Autoreinigungszeug für einen mulmigen Twingo. Das restliche Zeug aus unserer Haushaltslösung kannst du dir selbst begeistert anschauen. Als Nervnahrung haben wir dir Pferde, Penis besorgt und die kannst du wirklich essen, ja. So, mit mulmigen Grüßen, da steht nichts mit Pferden. Evelyn und Reno. Ja, Evelyn hat den Brief geschrieben, weil man Reno seine Sauklaue eh nicht lesen kann. Ehre. So. Versucht jetzt Pferde Cojones. Was? Pferde Cojones. So. Cojones sind Hoden. Wenn das jetzt wirklich Eier sind, also der Hodensäcke halt. Das ist Mastpfand. Oh, Junge. Boah, Alter, was ist das für eine Konsistenz? Aber übrigens ist heute der hier Schanzenfest 2.0, wir sind leider nicht anwesend. Ja, kann ich mir den ausleihen? Den kannst du dir ganz lange. Alter. Kannst du ausleihen, ja. Ah, Junge, bist du geistig okay. Umnachtet? Ja, bringt uns noch alle um. Okay. Ich bin echt enttäuscht von euch. Früher war da mal Urin drin. Ja, aber was ist denn hier drin? Du bist selber schuld. Ich weiß. Also nee, also hier der Rest. Ich lasse ja ab jetzt alles ihn auspacken, deswegen ist mir egal. Ja. Gute Taktik. Das sind ja nur Bonbons. Google-Möhre. Ein Möhrenschreiber. Junge, ist doch mal. Das ist nicht meine Wohnung. Was willst du mit mir? Das muss doch nicht sein. Captain Putzkraft? Bist du nicht ganz dicht? Ich hab ja alles runtergeschmissen. Nee, machst du Bastard. Das war ich nie, das war der Yeti. Das war wirklich der Yeti. Fick dich. Fick du mich. Brauchst du die Bonbons noch? Ich hab zwei Dinge so da, Coach. Super, pack das so auf, dass man es nicht sieht. Das soll ja ein Überraschungseffekt sein. Oh, lol. Schütterst du einfach alles aus und dann kannst du wenigstens mal eine davon anzünden. Also so, du weißt schon wie. Ja. Danke. Danke für das Kleingeld. Vielen Dank. Streamst du heute eigentlich? Hä? Du kannst es aber nicht da reinwerfen.
Doch. Da ist jetzt auf dem Klopapier. Da passiert nichts. Los. Nein, nein. Na gut. Du musst jetzt direkt eine Sekunde dranhalten, wo das entflammt. So richtig schnell da reinhalten. Dann geht das noch. Zum Scheißen zu blöde. Das Video muss auf 20 Minuten kommen. Ey, das ist schon das zweite Video. Wir sind schon lange bei über 20 Minuten. Also. Doch nicht, da rennst du über. Ach, das brennt schon, das brennt nie. Zum Glück gibt es hier Brillentücher. Das? Jetzt macht das hier wieder. Nicht so einfach. Das ist alles nicht so einfach. Der Chauffeur ist sehr genervt. Wie hast du mich gerade gehört? Jawoll. Hier, du das, Mama. Scheibenreiniger. Gutes Thumbnail. Was ist das für die Haare, ne? Guck mal, was hier steht. Guck doch mal. Scheiden. Scheiden vor allem. Junge. Nur durchlesen. Das ist ein fitter Untersetzer, Alter. Vielen Darm. Danke, wirklich. Das sowas gefällt mir. Kannst du mir viel gebrochen. Ja, sorry. So krass, scheiße verpackt, ne? Na, schütt doch einfach alles aus! Mama! Junge, das sind Pellets! Schend, das ist wirklich ein guter Fanpost-Auspacker. Suchst du noch eine Festanstellung? Mhm. Alles gezeichnet. Also wenn jeden Tag mindestens 20 Pakete ankommen, dann werde ich diesen Mann bei mir fest beschäftigen können. Nach drinnen. Okay. Der nächste Fanpost. Diese Massenabfertigung. Das ist ganz, ganz traurig. Lol. Folgt alle Minori auf Instagram. Jawohl, das ist das Paket. Ey, Junge, Honig! Junge, vielen Dank. So, das ist Tee. Durchfall. Ja, Harrentee, jawohl. So, eine Flasche Goldkrocken. Ey, Petz, Petz, Petz! Junge, lol. Kann ich die dann heil reinziehen? Ja, ich bitte dich darum. Das ist meine Ehrenwertepost. So, feinster Mindestwein. Guten Abend. Danke. Eine Flasche Berliner Luft. Alter. Ich trinke keine Berliner Luft. Shoutout geht raus, dann ruft doch die Bullen. Ja. Ey, Berliner Luft ist wirklich das Beste, was es gibt. Grüße gehen raus nach Berlin. Nee, also mein Lieblingsheffi ist der hier. Aber Berliner Luft ist natürlich eine ehrenwerte Firma. Ja, und Goldkrone stellt natürlich Berliner Luft weitestgehend in Schatten. Also Wildner. Mulm 6. Ja. Okay, hier ist ein Brief dabei. Schickt auf jeden Fall mehr Captain Morgan. Ja, das ist richtig. Sei gegrüßt, liebster Max, das schönste Paket aus Chemnitz und du mit den feinsten Konsumgütern. Wir hoffen sehr, dass es dir mundet, lass uns wissen, wenn die komplette Gang mal zu Besuch in Karl-Marx-Stadt ist. Chemnitz kommen wir nie wieder, sorry. Insta Daniel Windisch 98 und Chess Minet. Grüße von Jasmine. Bitte auch an den Inkognito, Marco und Barkeeper, Löhner, Hector Panzer, seid deine Ex-Freundin. Und was mit dem Captain? Fein, grüß deine Ex-Freundin, ist auch geil. Das letzte Paket? Ja. Das können wir mal wenigstens einmal ordentlich aufmachen. Junge! Ja. Bitte lass das auf, das passt wirklich. Alter! Das ist ein Huhn. Junge. Ich meine, es ist ein Huhn.
Nein, Spannung, das die Spannung. Alter. So, seid Grüß an bei Sandischer Feinsten Unrat. Vielen Dank für deine Bewegtbildproduktion, besonders für die Urlaubsvlogs. Grüße dich bitte. Sticker Arsch, Anne S. und den ISS-1-Clan. Liebe Grüße, geht nicht. Also. Ey, was? Ja, ich weiß. Ja, die Leute haben es ja gehört. So. Ich grüße gehen raus. Neue Tüte, braucht jemand? Nee, ja, die brauchst du noch. Zum Teufel. Alter! Was denn? Perfekt fürs Hotel. Hast du eine Nahrung? Was ist das hier? Content und Falk, Navi-Manager? Das ist Trenders-Money, das ist anscheinend Navi. Ja, und das hier? Das gehört alles dazu. Da kann ich endlich mal das aufstocken, was du mir verkauft hast damals. Ja. Oh, nice. Der Schänder hatte mich mein Navi gestohlen. Das ist aus England und das konnte ich nie aufstocken. Achso. Das ist eine Speicherkarte. Nee, ja, ich weiß es. Da sind die Daten drauf für die Karte. Danke für das Navi auf jeden Fall. Wenn ich jemals einen Führerschein habe, ist das dann ein Schwingo. Das ist Weißwein. Heb den auf. Aus welchem Land kommt der? Das steht hier drauf. Tschechien bestimmt oder Polen. Dankeschön auf jeden Fall. Ja. Das ist irgendwas Slowenisches. Ein Junge. Nudeln, aber das ist leider kein Knorr. Das kannst du mit reinschütten dann trotzdem. Nee, nur Knorr. Du machst doch jetzt nicht auf, hast du eine Macke? Was denn? Naja, irgendwann früh, wenn ihr aufwachst und merken. Oh. Der schmeißt alles weg. Nee, das läuft 2017 ab. Ehrlich? Ja. Naja, ich hab das nicht gesehen. Das ist natürlich schade. Junge, der Wein! Das ist leer. Der läuft übrigens 24.01.18 ab. Den können wir dann noch mit reinschütten in die Knorre. Bad. So, der Tee ist bestimmt abgelaufen. Steht ja nicht drauf. Was ist das? Noch ein Junge, das ist aber Mindestnavi. Darf ich den behalten? Ne, wenn du den mit Wodka mischt im Laufe dieses Tages? Kein Interesse, mein Smartphone ist mir da lieber. Captain lebt schon im 21. Jahrhundert. Ich nicht. Das ist alles abgelaufen hier. Ne, das ist ja logisch. Was ist denn das? Das ist normale Fanpost. Hier. Was ist denn das? Pack doch nie alles aus. Ist das bitte nicht. Oh. Nee, das ist ja zum Anknabbern. Das ist von O2. Du bist auch zum Anknabbern. Danke. Oh Mann, nee. Oh, Junge, das sind Schlangen. Nee, Herzen. Vor allem ist hier nicht eine einzige Tüte Knorr in diesen ganzen Paketen gewesen. Ja, das ist echt traurig. Von 2016? Vielen Dank. Echt? Die sind von 2016? Na, ist wenigstens mal eins für die Fans. Nee, Alter. Sowas vergammelt nicht, wirklich. Halt's Maul. Ich esse eins. Ich esse eins. Ich film das. Nee, ich film das selbst, aber ich film das. Ich meine, ich esse das wirklich. Ich brauch kein Problem damit. Junge, das nimmst du. Na und? Okay, ich tut mir leid, ich muss zurückziehen. Ah, ja, fick dich. So. Was ist denn? Kannst du damit was anfangen? Ich glaube, er kann damit was anfangen. Ja, die hebe ich mal auf, oder? Ist die abgelaufen? Nein. So, Pfand? Das hat kein Pfand. Zürnt mich. Oh, Junge, das ist ja wirklich alles abgelaufen. Das ist von 2016. Junge, die ganze Wohnung muss doch abgelaufen sein. Ja, guck mal, wirklich das Foto von 2016. So. Das wurde ja vor 5 Jahren gekauft, Alter. Ja. Das ist ein Teufel, das ist hier Molassenzeug. Ja, das kannst du mal unten hinstellen. Aber ich vertraue dem Zeug jetzt nie wirklich mehr. Das wird nicht leicht. Ja. So, der nächste Energy Drink, kannst du haben. Das ist für den Wodka. Wir brauchen das halt noch, der Abend ist sehr lang. So, Junge, Selbstzünderkohle ver. Ja. Junge? Ich meine mit da. Alter, was ja. Ist das? Windows 7? Ja, diese CD ist, glaube ich, nicht mehr in Funktion. Warte mal kurz. Das wird schon mal mitnehmen hier. Ja. So, Friesbrei. Danke.
Sehr lecker. Ist der noch gut? 5.2016. Okay. Junge. Was denn? Ja, braucht man das? Ich weiß es nicht. Weißt du nicht, was das ist? Kannst du es bitte etwas energischer? Ich will wissen, wovon man das ist. 10.11.2017. Wie sieht man das eigentlich? 2017. Ist es doch mal. Oh. Ja. Oh. Scheiße mit der einen, Alter. Wisst ihr, er freut sich jedes Mal über die Lebensmittel, dann ist alles abgelaufen. Oh Junge, oi, Alter. Das ist eigentlich Schokolade. Junge. Captain? Ja, der Captain macht das erstmal Mittag. Ach so. Na, die habe ich mir von meinem Fleisch gezogen. Ich hoffe, die sind lecker. Was ist denn das? Verbandpäckchen. Das ist bestimmt auch abgelaufen. Wie ist die Bewirtung im Hotel? Mit Vollmond spricht man nicht. Abgelaufen. Danke für das Statement. Das ist eine Hausordnung. Mit Vollmond wird gewichst. So. Und das? Ach, das sind ja solche junge Peinwiegle. Na. Das ist eine Powerbank. Also in. Das war es immer vor 30 Jahren. Geht der noch? Ja, dein Kognito ist ganz schön genervt. Naja, er wird nicht bezahlt. Du musst den ganzen Müll entsorgen, deswegen. Der ist wohl undankbar, dein Kognito, für die ganze abgelaufene Schokolade. Da soll das reinfressen, das miese undankbare Schwein. Ich hoffe, du weißt, dass es die Wahrheit ist, was du gerade gesagt hast. Ja, das war's. Naja. So, Warte mal, bevor du das Statement droppst, will ich ganz einfach nochmal über diesen Raum filmen. Ist das frisch. Jetzt sieht's. Das ist auch richtig. Du hast mal hier und dieser Mann. Ist das mein Knocker? Nee, ist deiner. Oh. Der Schatter ist ganz und gar nicht gütig. Ich bin bereit für das Knorr-Video. Ja, ich auch allerdings. Ich habe übelst krumme Rücken. Weil ich, wenn ich jetzt ständig für Max Fenders auspacke, dann habe ich ja keine Lehne. Dann muss man hier nur so am rausnehmen und so verformt sich der Rücken. Die schmecken überhaupt nicht. Hä? Ich habe extra die teuren geholt, aber die sind ja kosten mal. Ja, ich sag dir, die Billigproduktionen haben schon ihre Vorteile, da schmeckt es ja, nämlich. So, jetzt erzähl mal bitte was. Ja, danke für den Suff. Das wird ein heftiger Todesabsturz. Und ja, ich weiß nicht, ich kann mich eigentlich dankbar nicht ausdrücken. Ja, ich will nur mal was zeigen. Guck mal, siehst du diesen Strumpf von mir? Oh, ja. Weißt du, warum ich so rumlaufen muss? Warum? Weil die Leute nicht genug Merch kaufen.